Tor hat gewonnen. Ey, gib mal Milch, Milch, Milch. Ey, gib mal Milch, shit. Ih, der hat mich angekratzt. Ey, Allah. So Leute, was geht ab? Willkommen bei Max und Mo. Heute haben wir 6 Kandidaten und wir müssen rausfinden, ob diese Kandidaten wirklich im Gefängnis waren. An meiner Seite immer wieder ein attraktives Knacki-Duo. Ich oder Memo? Ich habe auf den Namen gewartet, Alter. Auf diese Modutze danach gewartet, Alter. Auf jeden Fall, Leute, wir sind sehr gespannt, wie sich die Darsteller anstellen und ob die wirklich gesessen haben. Hier ist sofort raus. Willkommen, erster Kandidat. Hey, was geht ab? Was geht ab? Ja. Warst du im Gefängnis? Hä? Ja. Ja? Ich nicht. Wo saßt du? Ich saß in Wiesbaden, JVA. Wie ist die Adresse von Wiesbaden, JVA? Holzstraße 29. Holzstraße stimmt auf jeden Fall. Wegen was hast du gehockt? Ich, wegen Raub und räuberischer Erpressung. Aber es war vor 10 Jahren, es war, wir haben 23, also es war 2013. Wie alt warst du da? Es war 2013, vor 10 Jahren. Wie alt warst du? 30, ich bin 20. Mit 20 bin ich reingekommen. Die Tat war, da war ich 19, Ende 19. Wurde irgendwas begutachtet im Vorfeld mit 20? Du meinst mit Jugendgerichtshilfe, meinst du? Ja. Genau, Jugendgerichtshilfe war da. Die musste entscheiden, ob Erwachsenenstrafrecht oder Jugendstrafrecht angewendet wird. Du wurdest wegen einer Sache eingebuchtet? Nein, es war ja raubräuberische Erpressung. Okay. Ja, das waren 2 Verfahren, also 2 Sachen, wegen denen ich angeklagt wurde, wurde ich auch wegen beide verurteilt. Verurteilt zu was? Ich wurde wegen Raub und räuberischer Erpressung zu 2 Jahren, 4 Monate. Also hast du gehockt? Ja, ich habe gehockt. Ab 2 Jahren gibt es keine Bewährung mehr. Ich habe gehofft, dass ich da Bewährung bekomme, weil ich jetzt nicht so viele Sachen vorher gemacht hatte. Ende, mein Bruder, der hat sich hart gut informiert. Also, schwer. Ich sag dir eins, also ich glaube dir das auf jeden Fall. Allein schon, weil er so höflich ist, glaub ihm das, ja. Ich sag, er hat gehockt. Er weiß so viele Sachen. Ja, aber Bruder, der Bruder sieht auch sehr intelligent aus. Der flirtet direkt. Der ist direkt am Flirten. Wieso gerade diese Knastsprache? Ich verstehe schon. Oder er fragt mich doch aus dem Knast, was für Sachen es da gibt. Erzähl mal, Bruder, wie war so dein Tagesablauf? Genau. Sag mal, du hast schon so jetzt 6 Monate gesessen. Ja, da war ich nicht mehr in U-Haft. Also ich wurde verurteilt. Ich bin dann in Strafhaft rausgekommen. Und es war lockerer als U-Haft. Warum? Weil wir hatten diese Gruppendinger. Das war, weil das Jugendgefängnis war natürlich auch. Ja, genau. Du hast ja deine Wohnhäuser. Das heißt, da gab es eine Zeit, wo wir haben ja die Freistunde hatten wir ja schon davor gehabt, ne? In die Untersuchungshaft, aber in Strafhaft, wenn du in Strafhaft reinkommst, hast du auch die Möglichkeit, dass eine Stunde die Zellentüren aufnimmt, dann kannst du zumindest die Leute in deiner Wohngruppe die Umschluss und so, wie das alles heißt, gell? Freizeitumschluss, ja. Und du hast da gearbeitet drin? Im Gefängnis? Ja. Ja, also wir hatten ja zum Beispiel am Anfang war ich in der Schule gewesen. Mhm. Ja. Und dann habe ich ja ganz normal dann angefangen, dort zu arbeiten. Was machst du jetzt? Ich bin jetzt Teilhabeassistent. Für Kinder. An Schulen. Die so ein bisschen zurückgeblieben sind, um es mal so auszudrängen. Also. Wäre natürlich auch brutal, wenn ihr uns so einen Schließer oder Mitarbeiter einfach aus dem Gefängnis einfach sagt ehrlich, wenn er nicht gesessen hat, gell? Ja, dann arbeitet er da. Das ist ja cheat, das ist ja unfair. Deswegen, trotz alledem, sage ich, du warst wirklich im Gefängnis. Sagst du mir? Das ist zu glatt, er ist ganz normal, ganz nüchtern und erzählt alles. Ich glaube auch, er saß drin, er hat direkt schon mal beantwortet, welche Straße das ist, wo er war. Aber ist auch ein bisschen auffällig. So, wenn es 10 Jahre her ist und er weiß direkt die Adresse. Ja, nee, das weiß man schon. Ja? Das weiß man schon, das vergisst man nicht. Ich weiß auch noch bei mir. Das vergisst man nicht. Ja, sowas vergisst man. Ja. Hast du immer im Kopf, weißt du warum? Weil du ständig diesen Funkspruch hörst. Zum Beispiel Holzstraße in Wiesbaden, wie sagen die immer über Funk, wenn die sich gegenseitig rufen? Ich weiß gar nicht, ich habe die Briefe bekommen. Nein, wenn die Beamten sich gegenseitig zufunken, was sagen sie? Können die Funksprüche nicht auswendig. Du hast nicht gesessen. Bruder, wenn die immer funken, sagen die immer Holz 17 für Holz 8, bitte kommen. In Rockenberg sagen die zum Beispiel Jahren 4 für Jahren 7 oder immer den Straßennamen. Rockenberg ist auch ein Jugendknast, ne? Genau. Ja, da hab ich Judo gemacht. Krass. Du saßt nicht, du hast hart informiert. Oder, ja, oder du bist Sozialarbeiter oder so und kennst dich da deswegen böse. Er muss, er grinst ja auch schon. Mhm. Nein, aber es sagt, Bruder, du hast nicht gesessen. Was hast du für einen Abschluss? Ich habe ein Fachabitur gemacht. Bruder, Alter. Der ist immer noch dabei. Selbst der Staatsanwalt, der mich verurteilt hat, hat nicht mein Fachabitur gehabt, Alter. Der hat safe nicht gesessen. Ich wurde von Sonderschule verurteilt. Deswegen wurdest du verurteilt. Gestern ist nicht reingekommen. Meine letzte Haft war unschuldig. Deswegen habe ich so aus der Leute verurteilt. Ich sag nein. Ich sag auch nein. Du lügst. Du hast nicht im Gefängnis gehockt. Wie gemein. Du lügst. Du lügst. Er hat nicht gehockt. Los. Hi. Wie heißt du? Ich heiße Cédric. Ich bin Franzose. Oui, parle français. Oui, je peux parler français sans problème. Ouais. Hey, woher kommst du aus Frankreich?
aus Paris. Ah. Ich war verhaftet für Betrug und falsche Karte, falsche Kreditkarte. Kreditkartenbetrug? Ey. Ja. Okay, jetzt können wir quatschen. Doch, doch, das glaube ich, weil die meisten Franzosen machen das. Okay? Mein Vater, er war Informatiker ab Anfang und von der 80er, er hat mich gelernt, alles was. Ich habe meine erste ZX-Spektrum mich selbst gebastelt und so. Was hast du für Kreditkartenbetrug gemacht? Was, weswegen? Was genau? Ich habe was in Frankreich, das war in den 90er, wir heißen das Yescard. Das ist Karte. Die sind weiß. Ja, es kommt darauf an, was du bekommst. Die können weiß, sie können auch mit Motiv. Du erstellst das selbst. Und du gehst einfach zu einem Automat. Genau. Und irgendwelche Codes. Wie alt bist du? Das klappt. Ich bin 52. Und die Informationen von einer anderen Karte sind drauf gemacht und dann hast du was? Auf Internet, du kaufst falsche Nummer. Du musst ein bisschen investieren, alles rein. Und dann, das geht sehr schnell. Aber das Problem ist, dass wenn Leute wurden von Polizei genommen und die können nicht ihre Zunge halten, dann du bist in der Scheiße. Und das ist, was mir passiert. Wie lange warst du im Gefängnis? Nochmal 8 Jahre, aber für gute Haltung nach 5 Jahren, ich wurde weg. Wie wurdest du erwischt? Weil mein Freund hat meinen Namen gegeben. Bei der Polizei? Verraten? Ja, ja. Er wurde genommen, weil er hat die Karte für sich selbst. Ich habe gesagt, nee, du gibst Karte zu jemandem, du verkaufst Karte, aber nie, jemals du musst das benutzen. Er hat mich nicht gehört. Mhm. Schon glaubwürdig auf jeden Fall. Weiß ich nicht, nee. Finde ich. Welches Gefängnis warst du, hier oder in Frankreich? Frankreich. Ich war 2 Jahre in Fresnes und 3 Jahre in Bois d'Arcy. Aber wenn ich jetzt frage, was im Knast abgeht, weil, dann musst du mir sagen. Frag mal, was im Knast abgeht, was bei dir abgegangen ist, in den Zellen. mit den anderen Häftlingen. Was habt ihr gemacht? Mit Wasserkocher und so. In Kissen reingebissen. Hör auf! Gab es im Gefängnis bei euch in Frankreich Baguette zu essen? Es gibt auch Croissant, wenn du kannst, wenn du kannst bezahlen. Das gibt Standard. Das Standard. Aber ich gut Baguette verstanden. Nur zu essen. Welche Art von Baguette du sprichst? Er will besondere Baguette. Nee, nicht den. Warum bist du hier in Deutschland? Ich wurde in dem Knast von ab 95 bis 2000. Und wenn ich rausgegangen, niemand meiner Familie wollte mit mir reden mehr. Weil sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr mit dir zu tun haben. Wegen Kreditkarten? Nur wegen Karten. Meine Mutter, mein Vater, sie waren sehr katholisch, sehr konservativ. Und wenn sie haben das gehört, wir wollen nicht mehr mit dir reden. Okay, mein Urteil. Du warst nicht im Gefängnis. Meins auch. Du warst nicht im Gefängnis. Ja, ich sage auch nein. No. Merci. Danke. Au revoir. Tschüss. Mieser Schauspieler. Ah, oh, okay, du meinst ernst. Lass mich raten, du hast Automaten gesprengt. Du bist der, wie heißt du? Hisham. Hisham? Ja. Yeah. Aus welchem Land? Marokkaner. Okay, Bruder. Okay. Erzähl, Bruder, warum saßt du im Knast? Das ist 9 Jahre. 6 Jahre Jugendstrafe, 3 Erwachsene. Wie alt bist du? 27. 9 Jahre saßt du? Ja. Yeah. Bist mit 16 reingekommen? 16. Wegen was? Wegen KV damals, 6 Jahre. KV? Körperverletzung. Ach so. In Offenbach. Ja, das war 2012. Was habt ihr da genau gemacht? Ja, das war ganz normal Schlägerei, wo rumgebrett hat man nicht. Und die haben dir 9 Jahre gegeben, oder? Nein, 6 Jahre. 5, 9 insgesamt. Das ist schon sehr viel mit KV. Also, es waren 4 Delikte gewesen, ja. 4 Delikte? Ja, da war noch ein bisschen mehr, aber irgendwann wird es eingestellt, ja. Ich muss selber lachen. Boah, ich schon mal als ob er mir 2 Kilo Hasch verkauft. Ja, 2, Bruder. Bruder, 9 Jahre ist schon hart auf jeden Fall. Du hast was 5 Jahre, 9 Monate wegen Körperverletzung, genau. Und das andere war was? 3. Wegen, auch wegen Körperverletzung? Nein, es war wegen Geld diesmal. Wegen Geld? Was war da? Wir haben was weggenommen, ja. Falsch. Wo hast du gesessen? Damals Rockenberg. Von Rockenberg kam ich nach Wiesbaden. Wie heißt die Adresse in Rockenberg? Marienschloss. Jawohl. Wie heißt die Adresse in Wiesbaden? Goldstraße. Okay. Wie heißt Zugangshaus in Rockenberg? F-Haus. F-Haus, jawohl. Ja. Boah, das Ahnung. Ja. Wenn du rauskommst, du gehst auch in. Wo gehst du rein? Wenn du rauskommst, wenn du verlegt wirst oder wenn du rauskommst aus Rockenberg? Kammer. Kammer, genau. Wie heißt der Beamte, der da ist? Dieser fette Schnurrbart. Der etwas kräftige. Der kräftige, ja.
Ich weiß nicht, Bruder. Das ist zu... Ich sag, der Bruder hat nicht gesessen. Nee, nee. Es kann auch sein, dass er wirklich ein Rockenberg war. Warst du in Rockenberg in U-Haft? Auch. Wo warst du auf Transport? Prüngesheim. Prüngesheim? Ich sag, er saß. So lang? Aber weißt du, warum? So lang? Ich wundere, warum... Ich weiß, ob er so lang saß, aber er hat auf jeden Fall Erfahrung. Wie KV, 9 Jahre, Digga. Plus da noch Bargeld geklaut. Da waren mehrere Delikte gewesen. Aber du hast Gesamtverfahren bekommen. Ich hab Gesamtverfahren gehabt, ja. Ich wurde offenbar verurteilt. Ich habe 2 Strafen bekommen. 1x3, 1x2, 9. Die haben Zäsurwirkung gemacht, damit ich mehr kriegen kann, ja. Oder Aufmachgericht ist ekelhaft. Hattest du eine blonde Staatsanwältin? Richterin mit kurzen Haaren. Ja. Was mach einfach mal, was ist das für ein Abschluss? Ich hab Abitur. Lach. Das heißt Lach. Boah, hart Abitur, Bruder. Natürlich. Hast du ihn drinnen gemacht oder draußen? Fernstudium von drinnen. Korrekt. Doch, ich glaube, der hat gesessen. Der hat gesessen, Bruder, 100%. Ich sag, er saß. Ich sag auch, der saß. Was ich schließe mich euch an. Ja, wir sagen alle drei, er saß. Ja, Bruder, bleib sauber. Zum Glück haben wir ihn am Start. Servus. Servus. Der Bruder, der gehört bisschen zu Aryan Brotherhood oder so. Was geht ab? Wie geht's dir? Sehr gut, Bruder. Bei dir? Wie heißt du? Mir geht's gut. Serdar. Woher kommst du? Geboren in Türkei. Mit 15. Lebensjahr bin ich hierher gekommen. Ja, yeah, heißt? Kreis Offenbach, lange. Ah, okay, Offenbach. Ah, korrekt. Ja. Also ich bin in Frankfurt groß geworden, sag ich mal so. Okay. Eine oder andere kennt die von sehen vielleicht. Stimmt, 100%. Du kommst mir voll bekannt vor. Ich kenne ihn. Ja. Wir haben zusammen gehockt. Saß du im Knast? Ja. Wie lange ist es her? Ziemlich lange, mehr wie 20 Jahre vielleicht, so knapp. Wie alt bist du, Bruder? 43 bin ich, das 80 Baujahr. Weswegen hast du gehockt? Na, wegen bewaffneter Überfall. Was hast du überfallen? Bank. Nein, so intelligent sind keine Bruder. Sonst würden sie heute nicht Bankautomaten in die Luft jagen. Verstehst du? So einfach ist das. Hat er nie gesagt, gell? Ich stehe auch zu meinen Wörtern. Schlaue Leute machen sowas nicht. Aber richtig, ja. Alter. Was hast du überfallen? Also, du wurdest sowieso gefurcht, da kannst du offen auch darüber reden. Nein, wo ich auch sehr jung war, es ist ja sehr lange her. Wir haben halt Tankstelle überfallen in Klein-Ostheim. So ein LKW-Tankstelle ist es. Einer hat uns mal Mutprobe getestet, wie unsere Eltern damals mit uns gemacht haben. Und ich und noch so einer Kollege haben sie überredet, haben sie uns mitgenommen. Ja. Wie viel wart ihr? Überfall haben wir zu zweit gemacht. Ich und meine Kollegen. Aber organisiert waren so 2, 3 bisschen ältere wie wir. Wie wurdet ihr erwischt? Am Ende kam es raus, dass einer mit Bullen zusammengearbeitet, V-Mann. Also. Er wollte nur ein paar Leute so liefern, damit seine Strafe ein bisschen bemindert. Und hat uns anscheinend mutig gesehen. Und aber was ist für eine Logik, Bruder? Der lockt euch. Der lockt Leute zu Straftaten an. Bruder, meine Logik ist, ich hoffe, ich triff den nie wieder. Weil im Gericht habe ich einmal die sehen dürfen und einmal denjenigen, den wir überfallen haben. Wo war der Gericht? In Darmstadt war das. Darmstadt? In Aschaffenburg, in Bayern war das. Unser Gericht war ja erstmal so, erst wurde ich als Zeuge eingeladen und dann wurde ich als nochmal Täter eingeladen. Und wenn man dumm und jung ist. Ja, krass. Ja, Bruder, ich glaube nicht, dass du gesessen hast. Aber es ist ja ein Kompliment von mir, nimm es nicht ernst. Dankeschön. Ich sag auch nein. Max? Ich hab gesagt, ich schließe mich dir an. Also ich sag alle nein. Ja, nein, Bruder. Du bist schlau genug, dich nicht erwischen zu lassen. Du siehst zu harmlos aus. Ehrlich? Spaß. Bruder, das ist für mich Kompliment. Weil wärst du mein Nachbar, Bruder? Ich hätte mir diese Spezialtüren eingebaut bei mir zu Hause. Ehrlich? Diese Tresortür. Nein, du hast gehockt. Mit 300 Pins. Was? Er hat gehockt? Alles gut, lass dich einschüchtern. Sag ruhig die Wahrheit. Sagst du, er hat gehockt? Nein, er hat nicht gehockt. Dankeschön, Bruder. Dankeschön. Schönen Tag, Junge. Der Nächste, bitte. Was geht ab? Was geht ab? Wie heißt du? Ich bin der Phil. Genau, und also ich fange einfach mit meiner Story direkt an. Erzähl ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben Zeit. Bleib locker, Bruder. Du erinnerst dich voll an Mystical. Wie alt bist du? Mystical? Nicht aufgeregt sein. Nein. Nur weil du alles auswendig gelernt hast. Alles gut. Nee, also ich bin beruflich quasi Tänzer. Und wir haben halt eine Meisterschaft in Frankfurt gewonnen im Januar. Und dann war der Preis halt quasi eine Reise nach Thailand. Und Du hast gerade mitten im Buch angefangen. Bitte? Ich habe jetzt gerade nichts verstanden. Wie alt bist du? Ich bin 23. Du bist Tänzer, hast eine Reise nach Thailand gewonnen? Genau, wir als Gruppe haben quasi eine Reise nach Thailand gewonnen. Und da hatten wir halt noch einen vierten Kollegen. Das war halt quasi ein Kollege vom Kollegen. Und der war halt immer so ruhig. Und wir wussten halt nie, wie er drauf ist. Also ich beziehungsweise Ahmed war das, genau. Genau, genau. Hast du richtig gesagt? Ahmed war das, genau. Ich mein's ernst, ja. Nee, weiter. Ja, genau.
Das war der Ahmed, genau. Das Krasse ist, jetzt ist alles echt. Warum? Du lachst dir die ganze Zeit aus, alles echt. Du lachst die ganze Zeit. Nein. Sorry, wir waren bei Ahmed. Ja, alles Nein, gut. Stopp. Das war der Ahmed und genau, und das war halt so, dass wir noch eine Show hatten in Thailand. Wir haben uns ein bisschen beworben, weil es gab ein Festival. Was tanzt du für Tanz? Ich tanze ja so Hip-Hop, Choreografie und sowas. Und, ja. Wo wart ihr in Thailand? In Bangkok war das, genau, tatsächlich. In Bangkok? Ja, da gab es ein Festival. Ja. Und da haben wir einfach gefragt, ob wir auftreten dürfen. Und wir wussten halt nicht, dass der eine, also ich will jetzt nicht sagen was, aber er hatte halt Rauschmittel dabei gehabt. Was? Ich will nicht genau sagen, was es war, weil... War das grün oder war es weiß? Egal, erzähl weiter. Genau. Genau, und das, damit wurde er halt quasi erwischt. Und dann hatten wir leider das Dilemma, dass wir am nächsten Tag festgenommen wurden, alle als Gruppe. Ich weiß nicht warum, bis heute nicht. Und er sitzt halt immer noch seit Januar. Und wir waren von Januar bis Juni dort in Thailand quasi im Knast. Wie heißt diese Polizeieinheit, die sich nur um Leute aus dem Ausland kümmert? Weiß nicht, ich habe mich an die gar nicht gewendet gehabt. Eigentlich kommen die. Ich habe alles dafür getan, dass wir irgendwie mit der Familie in Kontakt treten können, aber die haben bei uns irgendwie einen dicken Schlussstrich gezogen. Wir haben 5 Monate quasi abgekattet. Das war auch in der deutschen Zeitung und so weiter. Also, wie viel haben die gefunden? Also ich weiß nicht, wie man das quasi abzählt oder so, aber es war schon eine ganze Tüte quasi, die er dabei hatte. Du kannst wegen 2 Gramm dort 10 Jahre bekommen, aber ich will nur wissen, wie... Aber Moment, es gibt, das ist als Ausländer doch nicht so einfach. Das ist als Ausländer nicht. Es gibt ja auch die Tourist Police, das sind ja auch so eine Einheit, die sich dann auch mit den Touristen so auseinandersetzt. Ja, auch davon, wenn da Scheiße passiert. Das kam alles so plötzlich einfach. Und dann hast du... Das war einfach direkt. Dann 5 Monate später bist du hier in der Sendung. Ey, das ist geil, Alter. Das sagt, das kam einfach alles so plötzlich. Nee, ist ehrlich, weil wir haben damit gar nicht gerechnet gehabt. Aber Bruder, eine Frage jetzt, okay. Du hast gesessen. Das ist jetzt auch nicht so lange her, aber ich. Ja, ich will jetzt nicht wissen, was es war. Er verdrängt es jetzt. Nee. Guck mal, der Digga, ich will jetzt nicht wissen, wie viel das war oder so. Okay. Ihr wurdet erwischt? Genau, ja. Und du weißt nicht, wie viel? Das hat dich auch nie interessiert. Ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt, weil wir einfach. Ich habe den Kontakt zu allen einfach abgebrochen. Du musst auch deinen Eltern oder so sagen können, ey, es handelt sich um das. Das müssen sie ja auch vielleicht einem Anwalt oder irgendeinem weitergeben oder vielleicht auch. Also der ausländischen Behörde, weil man muss ja wissen, worum es geht. Es ist ja eine Frage, ob du wegen 10 Kilo oder 10 Gramm... Ich lach dir einfach die ganze Zeit. Habt ihr euch begegnet im Knast, du und deine Freunde? Also habt ihr euch alle gesehen? Oder wurdet ihr alle verteilt? Also in Thailand im Knast ist es quasi so, dass alle gemeinsam in einem Hof sind. Wie viele Stück sind das? Es sind quasi 70, 80 Leute waren wir. Ganz im Hof. Alle zusammen schlafen. Im Hof? Im Hof, wir müssen dort schlafen. Habt ihr keine Zelle gehabt? Nein. Wir mussten dort schlafen. Und wieso? Dann kam am Anfang, gab es einen Glauben. Haben Sie jetzt umgeändert, weil normalerweise... Was hast du für einen Pass? Ich habe tatsächlich einen deutschen Pass jetzt. Jetzt erst bekommen, durch Thailand. Schon, also ich habe einen deutschen Pass, ja. Darfst du jetzt wieder in Thailand fliegen und so alles? Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht warum, weil ich hatte eigentlich damit gar nichts zu tun gehabt. Und... Hey Bruder, du hast auf gar keinen Fall gesessen, Digga. Doch. Doch. Okay, warte mal. Das ist eine Frage, die mir sehr viel bedeutet gerade. Jedes Knast in Thailand hat bei der Kamera immer so Bilder hängen. Hängt das Bild von Tom Po auch dorthin? Das ist meine Frage. Das Bild von Tom Po in einem Thailand-Knast? Tom Po von Karate Tiger, von Kickboxer 3. Tom Po, der hat lange Haare, hat vorne Glatze. Hing sein Bild auch dort mit Drache? Ich habe sowas nicht... Ich habe ein Bild gesehen, aber ich habe nicht darauf geachtet, wer das ist. Das war ein ganz großes Bild, ja. Okay, doch. Glaub. Okay. Da? Du Arme, du wirst gerade hier mehr erniedrigt als im Knast in Thailand. Ich sage, er hat nicht gehockt. Nein. Nein, Bro. Aber war gut. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke. Danke, dass du da warst. An der Stelle, mit mir den nächsten rein. Oh nein, mit Sturmmaske. Aber Hauptsache die Gucci-Cap auf die Stirn. Baba. Wie heißt du, Bruder? Ich heiße Younes. Younes, wie alt bist du? 18. Und genau, bei Rockenberg. Für 6 Monate, genau. U-Haft? Genau, U-Haft. Wegen was? Wegen Betrug. Wurdest du freigesprochen? Wurde auf Bewährung danach, nach den 6 Monaten. Wo saßt du in Rockenberg? Welches Haus? C. C was? C-Haus. Wo? C-Haus? Es gibt 6 Häuser dort. Ja. Yeah. Und genau, aber dort bei C-Haus. Wo C-Haus aber? Wie meinst du wo? Ja, wo im C-Haus? Ja, C-Haus, Zelle 127 war ich. Ah, warte mal kurz. Erzähl mal, wie sieht C-Haus aus, wenn du reinkommst? Ich gehe rein in den C-Haus. Nein, du kommst gerade die Pforte rein. Lauf geradeaus. Ja. Das sind mehrere Zellen. Sind die Zellen so rundherum gebaut oder so gerade? Wie heißt du? Nein, die sind gerade gebaut. Sind also die nicht so? Doch, die gehen auch rund,
aber erstmal gerade. Da gibt es auch Zellen, die sind so masonett. Das heißt, du kannst, oben hast du deine Küche, dann gehst nein, du unten, nein, das nicht. Du kannst das schlafen. Nicht. Sind die noch da? Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie ist die Adresse von Rockenberg? Marienschlossstraße 1. Digga, wegen denen allen war heute Google so belastet, Alter. Weil die alle nur gegoogelt haben nach Knäste und so alles. Wann saßt du? Ich saß November bis April. Also ich bin jetzt erst also frisch. Frisch, genau. Okay. Ah, du bist frisch raus? Also ich war auch in der Corona-Zeit. Wenn du rausgehst, gell? Wenn du rauskommst, wo gehst du als letztes hin? In welchen Raum? Wie heißt das? Da habe ich meine Sachen bekommen. Ja. Und dann war ich draußen. Wo, wie heißt dieser Platz, wo du deine Sachen bekommst? Aber, wo ich meine. Also das war auf jeden Fall. Der ist noch von, der hat noch Knastschaden da. Nein, auf jeden Fall nein. Ich war beim, also ich bin rausgelaufen, mein Zellen, hab meine Sachen bekommen in den Raum. Da waren weitere, also auch zwei Beamte immer noch waren dort. Welche Farben haben die Unterhosen? Es gibt nur weiße Unterhosen, Eierquetscher, keine Boxershorts. Eierquetscher? Ja, ja. Eierquetscher. Welche Farben haben die T-Shirts? Arbeitsklamotten sind rot. Hose? Also, grau. Arbeitsklamotten sind rot. Hosen sind grau. Hosen waren blau damals. Aber schon Detail. Aber rote T-Shirts, ja. Also beim Besuch durfte ich auch nur rot anziehen. Hast du Einzelzelle gehabt oder mehr? Einzelzelle. Okay, hast du Fernseher gehabt? Ja, ich hatte einen Fernseher. Okay, was ist auf dem Fernseher drauf? Live-Fernseher ist es. Da ist etwas draufgeklebt. Da steht, dies ist Eigentum der JVA Rockenberg. Ja. Wie nennt man das? Weiß ich nicht. Wie nennt man das? Blond, das ist verblond. Du siehst dann, ob die es abgemacht haben. Und das ist immer so dran geklebt, genau. Ob die es wenn sie auseinanderbaust. Genau. Wegen was hast du nochmal? Wegen Betrug. Was hast du gemacht? Ich habe viele Sachen mit Betrug gemacht. Also mir wurden am Ende 80.000 nachgewiesen. Ich habe zum Beispiel eBay-Betrug, kennt ihr das? Mhm. Also ich hab, ach, du hast so gesagt, das, überweist mir das. Also auf PayPal, Familie, Freunde, genau. Ich habe was online gestellt auf eBay. Hab gesagt, überweist mir, man schreibt mit dem. Ich kenne das, ich kenne das. Genau. Dann das war voll gehypt letztes Jahr. Na, schon länger, schon älter. Ich habe mir Zalando-Accounts gekauft, konnte darauf bestellen, fremde Rechnung. Genau erklären will ich jetzt nicht, es geht auch nicht mehr. Wo wurdest du verurteilt? Ich, in Frankfurt. Ja, ich komme aus Frankfurt, wurde in Frankfurt auch verurteilt. Obwohl, von der Geschichte habe ich gehört. Nee, es gab viele, die es gemacht haben. Und den ich Dings habe, der kann kein Geld mehr. Alles, wenn er offiziell verdient, wird ihm halt abgenommen. Krass. Weißt du? Welches ist das Zugangshaus in Rockenberg? Also ich bin ja direkt U-Haft, direkt C-Haus gekommen. Also okay, ja, direkt C-Haus, U-Haft. Das ist auch C-Haus. Ich bin direkt, also genau. C-Haus, gell? Mhm. Wenn F-Haus voll ist, kommst du direkt C-Haus. Wann wurdest du entlassen? Ich wurde jetzt April entlassen. Genau, nach wurde halt wieder Verhandlung, gab es wieder. Ich bin halt immer noch auf Bewährung. Musst du irgendwas zurückzahlen? Nein, ich konnte nicht zurückzahlen. Mein Geld wurde beschlagnahmt. Also mir wurden 5.000 beschlagnahmt bei mir zu Hause. 30.000 wurden dann noch Handys, mir wurden auch weitere 7 Handys beschlagnahmt am Ende. Chatverläufe. Und die haben mich auch nicht observiert, würde ich nicht sagen, aber die haben mich halt auf jeden Fall schon beobachtet. Und dann sind die halt reingekommen. Wurde ich direkt mitgenommen. Gestürmt 6 Uhr morgens. Leider. Welche Farbe hat der Haftbefehl? Haftbefehl? Mhm. Den Zettel meinst du? Ja. Welche Farbe hat der Zettel? Weiß. Was? Weiß. Nein. Gelb. Nein. Violett. Violett. Nein, weiß, ganz normal. Weißt du, wie das aussieht? Das war so ein Hello Kitty Blatt. Aber was für ein Zettel meint der? Diddle. Sind bei mir gestürzt. Diddleblätter. Ich hab Diddleblätter gedruckt, gell? Nein, nein, aber nein, wie meinst du mit Haftbefehl? Ich hab jetzt gar nicht so gesagt. Dieser Zettel, wegen dem du in den Knast kommst. Ja. Welche Farbe hatte der? Ja, weiß. Du hast dich aufgepasst, Bruder, du bist raus. Entweder war der Schock bei der Verhaftung oder der Wartungsgrund. Er hat ja auch juristischen Beistand, er muss das ja sehen. Also bei mir, also ich habe einen Pflichtverteidiger auch bekommen. Also wie gesagt, bei mir wurde halt um 5, 6 Uhr gestürmt. Wurde direkt mitgenommen, runter. Du wurdest ja festgenommen, ja? Genau. Wurdest ja in U-Haft gesteckt, ne? Genau, in U-Haft. Du sagst ja nur U-Haft. Nur in U-Haft, 6 Monate. Gut. Das heißt, es muss ja ein Haftbefehl ausgestellt worden sein. Das heißt, dass irgendeine Gefahr bestand. Was bestand bei dir für eine Gefahr, dass du in U-Haft gekommen bist? Bei mir haben die zu mir, also im Gericht, also Prozess ging 3-4 Stunden, was du auch mitbekommen hast. Guck mal, die Bullen nehmen dich fest. Genau, ja. Wo bringen die dich als erstes hin? Ich war direkt. Die haben mich zu Hause festgenommen, gell? Ja, ich war direkt Zelle und nächsten Tag hatte welche ich meine Zelle. Wo? Im Revier? Ja. Wo bist du dann nächsten Tag hingekommen? Wo haben die dich hingebracht? Zum Richter, genau. Zum direkt. Was? Haftrichter direkt. Haftrichter, okay. Und dann, was hat der Haftrichter dir gesagt? Dann ein Verfahren halt bloß. Also ich wurde direkt mitgenommen, von der Amtsgericht wurde ich angeklagt. Und direkt am nächsten Morgen war ich halt vom Richter, genau. Da hatte ich einen Pflichtverteidiger, ich hatte keinen Anwalt. Und ja, mir wurde einen zugeteilt. Ja, und dann? Was hat der Haftrichter gesagt? Ja. War da auch Staatsanwalt und so alle, gell? Staatsanwaltschaft war auch. In genau. Raum, so Gericht. Am nächsten Tag. Ja. Presse war ja natürlich auch kein Scheiß, Bruder. Du kriegst nicht direkt am nächsten Tag einen Gerichtstermin. Du kommst so Haftrichter in einen kleinen Raum, Bruder, der sagt, hier, U-Haft, Wiederholungsgefahr. Aber Presse war dabei, Handlungsgefahr. Also Richter, ja, Presse Staatsanwaltschaft, war da. Presse war da. Und Pflichtverteidiger. Presse war da. Bei dir war Presse. Doch. Nein, leider nicht. War kein Mann, der was geschrieben hat, hinten. Protokoll war da. Pro 7.
Nur Protokoll. Netflix, Mann. Aber du redest schon gerade einen Tag nach deiner Verhaftung. Nach meiner Verhaftung. Haftrichter war 6 Monate direkt U-Haft. Nee, okay, du hast nicht gehockt. Der hat nicht gehockt. Nein, der hat nicht gehockt. Dankeschön. Aber korrekt, Bruder, hast gut gemacht. Dankeschön, Bruder. Mitchen, Mitchen. Ich fand den süß. Ich fand den richtig niedlich. Ja, war was, so was hättest du mit ihm im Gefängnis gemacht, Mo? Ich? Ja. Ich hätte wie so ein Wellensittich da. Jemmel! Komm jetzt. Der Wärter hat jetzt gesagt, duschen. Ich hätte Jemmel. Das ist immer neue. Wie heißt das, diese gelbe Dings zum Schrumpfen? Schwamm. Schwamm. Ich hätte ihn so einfach voll mit Shampoo gemacht. Ja. Das ist so ein Ausdruck. Der wäre rausgekommen, Alter, wie so ein dick Diggler, Alter. Bei einem bin ich mir auf jeden Fall sicher, bei einem, den ich sogar kenne, bin ich mir irgendwie unsicher. Ich weiß es nicht. Weil es ist dann so schwammig, hat er so und so lange gehockt. Auch wenn die mal kurz drin waren, ist es ja eigentlich. Genau, zählt es auch. Ja? Zählt es auch, ja. Das ist die Sache. Nur weil die ihre Geschichte vielleicht falsch erzählen. Oder? Also der Franzose ist schon mal safe raus. Ja, ja, der ist. Der ist Schauspieler, 100%. Der ist Schauspieler, ja. Der erste mit der Maske, der gekommen ist, da haben wir ja gesagt, sogar, glaube ich, ne? Ja. Der war auch so von der Art einfach so. So knackig. Ja, ja. Das war direkt. KM, Knast. Aber der erste kann auch gewesen sein, Alter, weil der kam schon so. Der war der erste noch. Ah, ja, ja. Absolute Moment ist angebrochen. Wir kommen zur Entscheidung, zur Auflösung. Ach, Junge. Junge, yeah, ich hab doch gesagt, Mann. Ich hab doch gesagt, Alter. Aber ey, ich hab doch gesagt, Scheißdreck, verdammte Scheiße. Aber bei ihm, warum so? Ich hab doch gesagt, ich wusste im Gespräch, wir haben damals über Gefängnis geredet. Wir haben damals, aber ich war mir nicht mehr sicher. Er hat uns mit seiner Art getäuscht. Ja. Aber, Bro, der, Bruder, ey, aber der Bruder, ich schwör auf alles. Manipuliert hast du mich. Ja, Bruder, der hat richtig authentisch geredet und zwar real. Ja, also in der Regel sitze ich auch ab und zu im Gefängnis, aber nicht länger als 3 Stunden. Ich bin Anwalt, beruflich eigentlich. Ja. Hart. War klar. Das ist schon Link. Dein Gesicht kenn ich auch aus den Akten, deswegen wusste ich auch, dass es authentisch ist. Achin, was, mein Gesicht aus den Akten kennst du mein Gesicht? Naja, mehr sage ich dazu nicht, ne? Ich habe in Automat von Alexis gespielt. Ah, krass. Ja, bist du Schauspieler? Laiendarsteller, sagen wir. Darsteller, okay. Ja, ja. Oder sag mal bitte eine Sache. Wer hat dir diese Geschichte aufgezogen? Niemand. Ich habe mir die auf dem Weg hier ausgedacht. Aber krass, ich hab, bei mir war alles gelogen. Hey, bei mir war auch alles erfunden. Wo, Baby? War alles erfunden? Ja, natürlich. Ich habe nichts gemacht. Warte, der ist richtig süß. Wo nimmt dich danach mit? Wo nimmt dich mit? Er hat es schon gesagt. Ja, ja. Jetzt mal neue Bruder. Er war nicht schlecht. Er war wirklich schlecht. Also, Bruder, bei ihm, ich schwöre dir, gell, nur das mit dem Haftrichter und so hat mich stutzig gemacht. Sonst hätte ich gesagt, ja, der war drin. Was hast du gesagt? 9 Jahre, gell? Boah, wegen Körperverletzung. 5-9 wegen Körperverletzung. So ein paar Sachen, Kleinigkeiten. Plus, minus. Also, ein paar Kleinigkeiten, Bruder. Freiheit schmeckt. Oder habe ich recht, oder? Nicht so. Wer einmal das erlebt hat, glaube ich, möchte nicht freiwillig dahin. Ja. Und auf niemand jeden Fall. Muss auch freiwillig Gangster sein, glaube ich. Ich glaube, ihr habt auch sehr viele junge Zuschauer hier. Nehmt euch ein Beispiel an den Leuten, die was erreicht haben hier im Leben. Anwalt werden oder sonst was. Knast ist kein guter Weg. Jeder, der im Knast war, wird es euch auch sagen. Also Freunde, wir haben folgende Situation jetzt. Ihr habt alle Fragen gleich beantwortet. Das heißt, wir klären das wie Männer, wie wahre Männer. Schere, Stein, Papier bis 1 oder bis 3, wie ihr wollt. Ich bin, ich sag die Wahrheit, ich bin schwach bei Chick Chang Chong, wie es heißt. Dann. Ja, Bruder. Bis 3? Ich esse kein Schaf. Ich esse komplett ich kein Schaf. Ich esse auch kein Schaf. Alter, wenn ich abkacke. Ja, darum geht es ja. Ihr sollt ja auch abkacken. Schere, Stein, Papier. Aber eine Alternative auch. Bitte nicht. Nein. Bitte. Mo. Okay, bis 3. Nein, das war's. Nein. Erst mal bis 3. Warte, warum? Das war, wir haben es auf Video. Warum? Wir haben es auf Video. Egal. Was ist das? Der macht so. Egal. Der macht Veränderungen. Ach so, wo ich den Kick eingeblasen habe, letztes Mal war es egal. Nein. Was sagt der VAR? Wiederholung oder nicht? Der zählt nicht. Guckt euch das an. Ich schätze euch, warum? Das ist was Betrug. Gemacht? Das ist Betrug. Was habe ich gemacht? Wir haben 1000 Kameras. Was habe ich gemacht? Dafür haben wir Eindeutig. Verwandlung. Danke. Verwandlung. Guck mal, wir haben hier einen Anwalt. Dankeschön. Eindeutig, das zählt nicht. Mo, wir sind 1, 2 und beim dritten müsst ihr das Zeichen raushauen. Okay. 1, 2, Zeichen. 1-0. Er muss erstmal seine Ehrenrunde laufen. Aber ey, soll ich was selbst sagen? Ich schwöre dir auf alles.
Ich will nicht, dass wir beide verlieren. Ich will auch nicht, dass wir verlieren. Ich will aber auch nicht, dass ich verliere. Ich kenne das, es ist eklig. Oder wir teilen uns den. Wir haben beide. Eigentlich wäre es fair. Was ist das? Ich werde geprankt. Gerne. Mo will nicht teilen, Mo will dich zerstören. Komm, 1-0 für Mo. Ah, du willst mich zerstören? Nein, nein, okay, ich hab nichts gesagt. Okay, ich hab nichts gesagt. Komm, auf geht. Bah! Beide haben Schere. Nein, 1-0 immer noch. 1-0 immer noch für Mo. Los. Zack! Ja! 2-0! 2-0, Mo, komm her. Ey, sag euch ehrlich, ich will nicht gewinnen. Ich will nicht gewinnen. Ey, bitte. Ey, wenn du heute zum Geschäft gehen musst, dann sag ich Bescheid. Das ist hart. Ey, ich komme ins Krankenhaus wegen diesem Tipp. Das kann passieren. Ich war auch im Krankenhaus. Du warst im Krankenhaus? Ich schwöre bei Gott, ich war im Krankenhaus. Komm, letzter Punkt will ich mir noch holen. 2-0. Oh. Letzter Punkt, sowieso hast du verloren. Ja, warte, wir werden sehen. Nein, nein, ich hab mich verloren. Okay, okay. Wer 3 hat? 2-1. 2-0. Nee, 2-1, ja. 2-0. Max. 2-1. 2-1. Ja! 2-2. Letzter Punkt. 2-2. Letzter Punkt. Du hast 2 Punkte verschenkt. Du isst gleich den Chip, Digga. Ich sag's dir. Ich schwitz schon richtig. Die ziehen sich schon aus. Warte. Zack! Ja! 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 Du hast gewonnen. Ja, Mann, ich hab noch nie mein Leben schon nie gewonnen. Erstmal hab ich gewonnen, mein Leben. Ich würde lieber diesen Fisch essen als das. Alter, komplett einmal rein und ciao. Ey, boah, der Max ist ein Macher auf jeden Fall. Spart euch eure Scheiße, ich mein's ernst. Trinkst du Milch, Max? Ja, warte mal, nee, ich trinke keine Milch und ich esse nicht mal scharf, weil ich scharf nicht vertrage. Wirklich. Boah, das glüht gleich so. Ey, gib mal Milch. Trink direkt in der, Max. Du musst direkt drauf trinken. Milch. Vorbei. Gib mal Milch, bitte, gib mal Milch. Ey, gib mal Milch, shit. Fickt euch, schön. Meine Ohren. Zahnpasta. Mach Zahnpasta damit. Ih, der hat mich angekotzt. Ey, Allah. Steck Finger in den Hals, Also, ey, haben wir noch Milch da? Ist jetzt besser geworden. Das ist hier gerade zu hart. Ich kenne Max. Max ist einer, der trainiert am Tag 2-mal. Und der liebt Schmerzen. Und das ist von. Das ist. Abmoderation. Ey, das ist auch anders, abmoderieren in der Toilette. Warte, ich mach's. Kommt auch anders, Bild. Ich mach Zeichensprache. Max kann nicht reden. Du freust dich jetzt. Ich freu mich nicht. Ey, ich wurde geprankt, du hast meine Fresse gerade. Ey, habt ihr keinen Milch, da ich helfe? Wie ihr gerade seht, ist gerade Max gerade hier am Ende. Und das nimmt mich selber psychisch ein bisschen mit, weil ich kann ihn nicht so sehen in diesem Zustand. Aber ich hab gewonnen. Vergiss nicht, ey, beim nächsten Mal. Kein Schnick, Schnack, Schnuck. Ey, ich hab sogar. Mir hast dich gefreut gerade. Du hast richtig gefreut. Ey, ich jetzt 1-1. 1-1. Scharf gegen deinen Fisch. Ey, ich sag euch eins, ich schwöre dir, Max als Gegner zu haben, das ist ekelhaft. Ekelhaft. Das war gerade ein Witz. Schleime bringt gar nichts mehr. Ich werde mir das merken. Ich merke mir das bei der Produktion. Ihr werdet alle fressen. Ihr werdet das alle bereuen, dass ihr mich diesen Chip habt fressen lassen. Genau. Und abonniert alle den Channel. Abonniert alle den Channel.